haben, streamen wir schon. Oh Gott, ich dachte, wir haben noch einen kleinen Intro. Wunderbar, aber dann hallo nach Hause, hallo an euch alle. Jetzt habe ich ja gerade irgendwie schon ein bisschen gesprochen. Aber auch hallo irgendwie an alle Elternteile und alle Gäste, die vielleicht zu Hause sitzen und auch wünschen, sie könnten ihr Kind hier beobachten. Das hätte ich vielleicht mal ausstellen sollen, sorry. Wir sind total froh, dass wir mit so, so vielen Leuten dieses Jahr wieder Jugendhackt richtig hier feiern konnten und so ein schönes Wochenende genießen konnten. Die genauen Zahlen, wie genau das ganze Wochenende ablief und was Jugendhackt überhaupt ist, da kommen wir immer noch mal dazu. Normalerweise hat man ja am Anfang so einen langen Input. Wir dachten irgendwie, wir halten es ein bisschen kürzer und ihr kriegt immer zwischendurch wieder kleine Infos. Ihr kriegt immer ein Projekt und dann kriegt ihr kleine Infos und dann kriegt ihr wieder ein Projekt. Genau. Wenn ihr darüber twittern möchtet oder Instagram posts oder auch gerne natürlich auf Mastodon, könnt ihr das unter dem Hashtag JugendhacktFFM23 machen. Dann können wir das auch alle sehen und dann freuen wir uns und können euch retweeten. Genau, wir freuen uns total, dass ihr alle da seid, virtuell und in echt. Und letztes Jahr hatten wir ja auch schon ein richtiges Jugendhackt, aber da hatten wir noch keine Gäste. JHFFM23 ist es. Genau, letztes Jahr hatten wir noch gar nicht richtig Gäste, da durften die Erwachsenen nur zum Abholen kommen und dieses Jahr freuen wir uns total, dass wir irgendwie wieder ein Publikum haben dürfen und dass das alles so schön geklappt hat. Genau, dass es so gut geklappt hat, liegt daran, dass wir auch ein sehr großes Organisationsteam haben. Genau, Yannick steht hier schon, falls du immer kommen möchtest. Genau, ich und Yannick haben ganz viel Arbeit gemacht, wir haben ganz viel so mit dem Jugendhaus koordiniert, wo wir uns auch nochmal total beim Jugendhaus bedanken möchten. Wir sind hier im Jugendhaus Riedberg, was wir fanden, was eine total gute Location war. Wir hatten total viele Workshop-Räume, ist total schön hier, wir konnten kochen, wir hatten irgendwie wirklich den Innenhof, was total schön war. Genau, nochmal ein großes Dank ans Jugendhaus Riedberg. Genau, die Leute, die ihr hier alle seht, sind fast alle vom Node Forum für digitale Kunst bzw. Node Forum for Digital Arts und von Digitale Welten. Digitale Welten ist das Jugendprogramm, woraus wir Jugendhackt organisieren. Genau, da seht ihr einfach einmal Sophie, mich, Liv, Elli, Rainer, Anna, Jan, Felix, Yannick und Lisa. Lisa ist unsere Support-Person aus Berlin, aus dem Berliner Jugendhackt-Team. Genau, das sind wir alle und genau, wir freuen uns total, dass wir es mit euch machen dürfen. Genau, es liegt natürlich nicht nur an uns, dass wir es machen konnten, sondern wir hatten auch ganz, ganz viel Support. Das ist finanzieller Support, das ist ideeller Support, das ist Support durch MentorInnen, das ist Support durch Laptops geben, das ist Support durch irgendwie Input und sowas. Also wir hatten wirklich total viel Support, ohne den es einfach nicht funktionieren könnte. Genau, wir lesen sie deshalb einmal alle vor. Vielleicht möchte ich Yannick mit mir vorlesen, sonst glaube ich, gibt meine Stimme am Ende auf. Wir können es in den Reihen abwechseln. Das ist einmal Node Forum for Digital Arts, Digitale Welten, Mediale Pfade, die Open Knowledge Foundation und das Jugendhaus Riedberg. Dann ist es das Hessische Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung, das Projekt Digitales.hessen, die Hessische Landeszentrale für politische Bildung und das Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt. Genau, und dann noch die letzte Reihe. Das könnt ihr, glaube ich, leider hinten nicht so super gut sehen, deshalb sage ich es nochmal extra laut. Das ist die Goethe-Universität Frankfurt am Main, Funk, DENIC, das Medienzentrum Frankfurt und MESO. Genau, von Funk freuen wir uns total, haben wir auch zwei Mentoren hier, die haben ein bisschen was vorgestellt, wo wir auch später nochmal drüber reden werden. Genau, von denen haben wir die coole M&M-Maschine, könnt ihr euch natürlich auch nochmal was nehmen, sind sehr lecker. Vom Medienzentrum haben wir die ganzen Laptops bekommen, mit denen die Jugendlichen arbeiten konnten. Und MESO hat hier das Internet geschmissen, ohne die es auch nicht möglich wäre. Genau, damit kommen wir so ein bisschen zu den ersten Fakten zu diesem Event. Und zwar hatten wir dieses Jahr 34 Teilnehmende und 18 ehrenamtliche Mentorinnen. Ganze 10 Leute von uns waren im Orga-Team, das habt ihr gerade eben schon gesehen, wie viele das waren. Und rausgekommen sind am Ende 8 Lightning Talks, was so kurze Inputs zu irgendwie Themen sind, die Teilnehmende oder Mentorinnen interessieren und wo wir echt richtig spannende Sachen erzählt bekommen haben und gelernt haben. Außerdem hatten wir 120 Flaschen Mate. Alle konnten sich 2 Flaschen pro Tag nehmen und da ist auf jeden Fall sehr viel weggekommen. Es wurde sogar zwischendurch noch extra Mate organisiert, weil wir noch mehr brauchten. Wir hatten 200 negative Tests und
hatten 8 entstandene Projekte und davon dieses Jahr besonders viele Hardware-Projekte. Das waren ganze 4 Stück, was echt, was sehr Besonderes ist, dass es so viele bei einem Jugendhackt-Event gibt, wo wir irgendwie sehr froh drüber sind und sehr dankbar und die sind auch alle echt sehr cool geworden. Genau. Und das erste Projekt, was wir jetzt zeigen wollen, ist ein Projekt, das ist ein Hardware-Projekt und es hat aber irgendwie alle Sachen ausgenutzt, die wir dachten, die man so ausnutzen kann. Es hat 3D-Druck dabei, es hat generell Software-Schreiben dabei, es ist noch kreativ mit meinen, hallo Artemis, kleine Schwester, und hat so alle Sachen dabei und das fanden wir total schön und deshalb dachten wir, ist das ein total guter erster Einblick in die Projekte und deshalb... Bühne frei für das Team Drawbot. Oh, es tut mir total leid, da steht Drawbox. Sorry. Das ist auch eine gute Frage. Das ist Artemis. Sorry. Das korrigieren wir noch. Es tut mir total leid. Das ist dann die Bühne frei für das Team von Sarah, Vivian, Matti und Artemis. Also, wir haben, mit wir meine ich, Matti, Vivian, Sarah und mich, Artemis, und wir haben eine Idee verfolgt, und zwar einen Roboter, der der Grafiken oder Bilder malen kann. Steuern kann man ihn mit Hilfe eines Computers oder auch halt manuell. Und ja, so wie gesagt, benutzt man ihn, um Bilder und Grafiken zu malen. Genau, in der HackerInnen-Ethik gibt es auch ein schönes Zitat und das heißt, man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen und da dachten wir, das passt ganz gut zu unserem Projekt. Genau. Ziele, also wir hatten ganz viele Ziele, zum Beispiel, dass wir einen Roboterarm machen, der sich selbstständig bewegen kann und der vielleicht Bilder oder Grafiken eigenständig malen kann mit dem Computer. Und später ist dann dazu gekommen, dass wir zum Beispiel da Teamfähigkeit zusammen lernen können, also so Teamspiele. Und wir haben ganz schön viele hinbekommen. Bei der Umsetzung war relativ schnell klar, wie wir die Gelenke machen, also mit Robotern, die sich drehen können. Beim Arm haben wir aber ein bisschen rumexperimentiert und geschaut, ob wir es vielleicht mit Holz hinkriegen oder irgendwas kleben, haben dann aber doch 3D-Druck gemacht, weil es einfach die einfachste, aber auch am interessantesten Weise ist. Dafür brauchen wir natürlich auch ein 3D-Programm, dafür haben wir Fusion 360 benutzt. Der erste Schritt war eigentlich die Ausmessung und dann die 3D-Modellierung davon. Dann haben wir das ausgedruckt. Und der schwierigste Teil war eigentlich die Kombination der Teile, weil es ja auf Millimeter genau passen musste und einfach wie Puzzleteile funktionieren musste. Also hier sehen wir zum Beispiel ein kleiner Screenshot von dem Vision 360. Wir mussten da so eine Art Skizze machen, 3D-Modell. Hier haben wir zum Beispiel das auch. Und das war echt richtig schwierig, weil wir jetzt Millimeter auf Millimeter passgenau sein musste und Millimeter zu viel hat es nicht gepasst und ja, war sehr schwierig. Genau, für die Elektronik brauchten wir Arduino und das ist quasi der zentrale Controller und der ist quasi für alles zuständig. Außerdem brauchten wir noch 2 Servos, da haben wir einen etwas kleineren und einen größeren benutzt und die sind zur Steuerung der Gelenke, die sich jeweils um 180 Grad drehen können. Dann brauchten wir noch 2 Potentiometer, auch Potis genannt, und das sind die Drehregler, womit man die Arme einfach stellen kann. Und genau. Hier haben wir aus Arduino ein kleines Beispiel, wie wir das einfach geschrieben haben. Da oben ist der Servo oder auch die Potis. Für die Softwareentwicklung haben wir
Arduino IDE benutzt. Für die Software die Software ist auch dafür zuständig, den POTI auszulesen. Und sie steuert auch den Winkel der Servos. Und sie ist für die Fernsteuerung der Arme per Computer auch zuständig. Also wir wollen auf jeden Fall noch ein Danke sagen, dass ihr es auf jeden Fall in den Livestream geschafft habt, dass ihr hier seid und einfach auch an alle Sponsoren und vor allem an die Organisation, dass wir das ermöglicht haben. Genau, und natürlich auch an die Mentoren, dass sie uns so tatkräftig unterstützt haben. Und zwar wollen wir das Ganze jetzt noch demonstrieren. Dafür brauchen wir das Board. Also, können das alle sehen? Und zwar ist das jetzt unser Roboterarm. Dahinter ist niemand, also das wird wirklich elektronisch gesteuert. Ja. Genau, und zwar haben wir hier zwei POTIs. Einer ist für den Oberarm und der andere für den Unterarm. Und genau. Und da vorne ist ein Stift, das bedeutet, der malt selbstständig. Genau, und unsere Idee war eigentlich, einen zweiten davon zu machen, auf die andere Seite, dass wir eine Challenge machen können, zum Beispiel, welches Team ist schneller und kann irgendwie ein Dreieck oder so malen. Und hat leider nicht geklappt, weil wir nicht so viele Arduinos und so haben. Aber wir wollen jetzt trotzdem so eine kleine Challenge machen, und zwar brauchen wir jetzt zwei Freiwillige. Gibt's irgendwelche Freiwillige? Willst du? Also dann komm. Noch irgendwie einen zweiten? Du im orangenen T-Shirt? Hast du Lust? Nein? Irgendjemand anders? Du? Ah, nee. Melli? Komm, Melli. Ja, komm her. Wir brauchen dich jetzt. Genau. So, warte, dass man auch sehen kann, das Resultat. So, dann dürft ihr es einfach mal ausprobieren. Auch im Livestream ist. Ja. Ja. Ihr könnt euch ja vielleicht auch ein bisschen absprechen, sodass ihr vielleicht mal so ein paar Formen hinkriegt, vielleicht ein Dreieck. Was passiert hier? Du musst daran drehen. Ich mache, aber ich verstehe es nicht, was passiert. Also sehr schwer, ein bisschen kompliziert, aber... Ja, aber man kriegt den Dreh eigentlich schnell raus. Es geht. Also eigentlich. Super. Und wenn man dann irgendwie so fortgeschritten ist, Artemis hat es auch hinbekommen, hat sie dann ein Viereck gemacht und sowas. Und wir hatten auch vorhin so einen Stern versucht. Man brauchte viel Fantasie, aber es ging. Genau. Ja, vielen Dank. Ich finde, das hat einen großen Applaus verdient. Die Folie. Könnt ihr einmal ganz kurz mein Touchpad bewegen? Einmal draufklicken? Deins? Ja. Ja, super. Ja, vielen Dank, voll cool. Genau, wir fanden, das ist so eine gute Sache, die irgendwie Jugendhack so gut zusammenfasst. So, alle müssen zusammenarbeiten, damit was Gutes rauskommt. Das sind irgendwie coole, kreative Sachen. Ich finde es auch total schön, dass ihr die HackerInnen-Ethik noch eingebunden habt. Ihr solltet eigentlich gar nicht weglaufen. Ich wollte euch eigentlich noch eine Frage stellen, aber genau. Ihr wart ja auch, also ich glaube, bis jetzt war ja nur Matti einmal bei Jugendhackt dabei. Wollt ihr vielleicht noch einmal so, könnt ihr in einem Satz einmal so zusammenfassen, was das Jugendhackt-Wochenende für euch war oder was euch am meisten Spaß gemacht hat, damit die anderen jetzt auch noch ein bisschen Spaß haben und sich auf den Rest freuen der Präsentation? Ja, also ich war schon bei so einem ähnlichen Programm
Und es war auf jeden Fall richtig cool und die Location war richtig cool. Und es waren immer Mentoren, die von allem wussten. Die wussten, ja, du bist da, da und da und dann klappt es. War auf jeden Fall richtig cool und man konnte sehr, sehr viel lernen. Und die Ausstattung war auch perfekt. 3D-Drucker, alles hier. Also sehr gut zu finden. Was mir auch gut gefallen ist, dass wenn man irgendwas nicht verstanden hat, dann konnte man auch einfach andere, ob es Mentees waren oder einfach andere Teilnehmer fragen, ob die vielleicht dazu eine Idee haben oder einem helfen konnten. Und das finde ich eigentlich cool, dass man sich auch so untereinander helfen kann, dass man einfach zusammen so ein schönes Wochenende hat im Team. Und zum Beispiel, wenn man da zu viel hatte, hat es sogar einen Pausenraum oder so einen Ruheraum gegeben, wo man einfach mal sich entspannen konnte. Also richtig cool. Voll gut. Vielen Dank. Genau. Und jetzt haben wir schon die ganze Zeit von JugendHackt geredet, aber nie richtig gesagt, was denn überhaupt ist. Genau, JugendHackt ist ein deutschlandweites und sogar nicht nur Deutschland, wie man sehen kann, da unten ist auch Linz und Zürich, aber vor allem ein deutschlandweites Förderprogramm für programmierbegeisterte Jugendliche. Und uns ist total wichtig, dass wir Jugendliche erstmal so den ersten Schritt irgendwie erleichtern, da ranzukommen, weil es ist ja oft gar nicht so leicht und Technik ist irgendwie auch kompliziert. Das heißt, einfach Leute, die sich dafür interessieren. Es müssen nicht immer schon die super Nerds und die super Pros sein, obwohl wir uns darüber natürlich auch immer total freuen. Aber erstmal einfach alle, die irgendwie daran Spaß haben. Das muss auch nicht immer Programmieren sein. Hier steht Programmieren drauf. Wir freuen uns auch immer total über Hardware-Projekte, wie dieses Mal Leute, die Making machen, also Sachen basteln, Leute, die designen. Genau, alle Jugendliche haben ganz unterschiedliche Fähigkeiten und es ist total schön, was sie alles hier mitbringen. Richtet sich insbesondere an Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Das sind die alle. Und besonders freuen wir uns über Anmeldungen von Jugendlichen, die noch nicht so viel in der Technik repräsentiert sind, aus welchen Gründen auch immer. Das können Behinderungen sein. Oder besonders freuen wir uns aber auch immer von Bewerbungen von Mädchen oder genderqueeren Leuten. Genau. Und wir wollen einfach, unser Motto ist mit Code die Welt verbessern. Und das ist das, was wir den Leuten beibringen wollen, was wir den Jugendlichen irgendwie auf den Weg mitgeben wollen, dass sie irgendwie die Welt so sehen, dass man vielleicht bestimmte Sachen mit Code verbessern kann, vielleicht manche auch nicht, aber dass sie kreative Ansätze suchen. Und ich finde, das haben alle total gut gemacht. Genau, welche JugendHackt-Events es auch noch in der nächsten Zeit gibt, besprechen wir ganz am Ende nochmal. Aber hier ist nur einmal eine Karte, wie ihr seht, Rhein-Neckar gibt es noch. Und hier in der Nähe ist auch noch das Lab Offenbach. Nur, dass ihr seht, wir sind nicht alleine bei JugendHackt in Frankfurt. Es ist ein ganz deutschlandweites, großes Netzwerk, wo wir uns total darauf freuen, dass wir so viel Expertise in diesem Netzwerk haben und so viel Austausch und wo die Jugendlichen auch einfach immer deutschlandweit reisen können. Die Labs sind so Angebote, die zum Beispiel einmal in der Woche nach der Schule oder sowas sind. Genau, wir sind natürlich nicht nur immer in Präsenz unterwegs, sondern auch virtuell. Wir haben unsere Online-Community Zulip und da wird auch immer zwischen den Events total viel ausgetauscht. Es ist so, ich möchte eine To-Do-App bauen, wer kann mir dabei helfen? Oder, ich habe mein Betriebssystem crashed immer und dann findet sich immer irgendjemand, der sagt, ach, hast du schon mal das probiert und hast du schon mal das probiert oder komm, ich helfe dir damit. Und da hat man standardmäßig so einen kleinen, so einen bunten Pixel-Avatar und wenn man jetzt der nächsten Gruppe zuhört, hat man vielleicht am Ende einen etwas personalisierten Avatar. Deshalb habt ihr jetzt die Gruppe My Avatar Studio von Phineas, Philipp, Marc und Ben. Bühne frei! Hallo, ich bin Philipp, das ist Ben, das ist Marc und das ist Phineas und wir haben zusammen das Projekt My Avatar Studio gemacht und warum erklärt Ben jetzt einfach? Warum haben wir eigentlich einen Avatar-Generator programmiert?
Also, wir sind so im Internet rumgegangen und haben nach Avatar-Generatoren geguckt. Und uns ist aufgefallen, dass die erste Option immer war, ein Gender auszuwählen. Und wenn man Frau gewählt hat, dann konnte man keine kurzen Haare oder einen Bart angeben. Und wenn man einen Mann gewählt hat, konnte man auch keine langen Haare angeben. Und vor allem, viele waren auch kostenpflichtig und man möchte ja einfach nur schnell einen Avatar haben. Und dann ist es ziemlich nervig. Über Werbung müssen wir gar nicht erst reden, auch sehr nervig. Und das Schlimmste war, dass vieles davon auch Copyright war. Die Bilder, die den Avatar zusammengestellt haben. Und man möchte ja eigentlich den Avatar am Ende auch haben und benutzen können. Und deswegen haben wir einen Avatar-Generator programmiert. My Avatar Studio. Ja. Also, welche Technologien wir verwendet haben und wie das Ganze jetzt im Code aussieht, das erzähle ich euch jetzt mal schnell. Also, grundsätzlich haben wir JavaScript, HTML und CSS verwendet, wobei HTML und CSS mehr für das Layout und das Design der Website waren und JavaScript mehr die Logik war, also die Scripts. Außerdem haben wir noch die Bibliothek P5JS genutzt, weil es mit der einfach war, die verschiedenen Grafiken einzufügen und dass da am Ende wirklich ein Avatar rauskommt. Also jetzt zeige ich euch kurz ein kleines Codebeispiel. Dafür gehe ich mal in unseren Code rein. Könnt ihr es sehen? Habe ich schon. Ich kann noch mal auf die alte Folie sehen. Auf die alte Folie gehen. Also, es hat jetzt leider nicht funktioniert, ich weiß nicht warum. Aber hier könnt ihr einen kleinen Ausschnitt von unserem Code sehen. Wahrscheinlich ist es irgendwie auf die PowerPoint eingestellt, dass man nur die PowerPoint sehen kann. Aber wie ihr seht, das ist so ein kleiner Ausschnitt von unserem Code. Ja, grundsätzlich haben wir das alles mit Buttonsystemen gemacht, wo man dann die verschiedenen Avatare, die Komponenten auswählen kann. Haare, Augen, Mund und so weiter. Dafür mussten wir Variablen angeben. Ja, das können wir euch jetzt leider gerade nicht zeigen. Aber ihr werdet es sehen, wenn Phineas euch jetzt zeigt, wie das Ganze dann aussieht. Jetzt mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Immer noch nicht. Ja. Jetzt. Okay. Kann ich kurz. Okay. Also, wir haben jetzt hier den die Startseite und von hier kann man auf Erstelle deinen Avatar und auf Über uns gehen. Wir machen jetzt erstmal auf Erstelle deinen Avatar und hier kann man quasi die Augen auswählen, verschiedene und das die Gesichtsform. Oh, hier und hier und dann kann man wieder zurück. Zurück. Und von dort aus wieder auf da unten über uns gehen. Und da kommt man auf eine Seite. Ja. Jetzt müssen wir über. Wir wollen wieder auf die PowerPoint. Ja. Jetzt.
Also, wir hatten im Grunde nur einen Tag Zeit. Deswegen wollen wir natürlich noch mehr machen in Zukunft. Und dazu gehört zum Beispiel eine Farbauswahl, wo man Hautfarbe oder auch von den Klamotten die Farben verändern kann. Mehr Komponenten, weil wie ihr gerade gesehen habt, konnte man jeweils immer nur zwei angeben. Und mehr wäre natürlich besser. Ein kompletter Körper wäre auch cool und dazu würden auf jeden Fall auch Accessoires passen. Und was ich besonders sehr cool fände, wäre, wenn wir noch einen Download-Button hinzufügen, wo man mit einem Klick dann auch noch den Avatar, den man sich erstellt hat, in die Files runterladen kann. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf My Avatar Studio, dann könnt ihr mit eurem Handy den QR-Code scannen und ihr kommt auf die Website. Danke für eure Aufmerksamkeit. Aufpassen, wenn ich zu nah zu euch stelle, sonst stelle ich mich für den QR-Code und ihr könnt euch alle keine Avatare generieren. Total schön, vielen, vielen Dank. Genau, was mich total interessieren würde, hattet ihr vorher schon Erfahrung mit Design? Wie habt ihr das designt? Waren das Vorlagen aus dem Internet? Habt ihr das selber gemalt? Und wie kombiniert man das überhaupt? Was ist dahinter denn so? Also genau, wie kriegt man da diese Bilder hin? Woher kommen die überhaupt? Du musst draufdrücken. Hallo? Also, wir hatten davor schon ein bisschen Erfahrung, also vor allem Ben, ich auch ein bisschen mit HTML und CSS. Die Bilder haben wir tatsächlich von einer Website, die haben wir zufällig gefunden. Da gab es kostenlose Bilder, die auch nicht copyrighted waren, als so Datei, wo sie alle wie eine Collage aufgestellt waren, wo man die einzelnen Elemente auswählen konnte und dann einzeln exportieren konnte. So sind wir an all die Grafiken gelangt für unser Projekt, ja, um die Avatare zu erstellen. Also es funktioniert im Grunde so, dass durch die Bibliothek P5JS, die wir auch benutzt haben, kann man die Bilder in den Canvas einfach übereinander lappen und so wird durch die Knöpfe immer wieder es neu geklärt und dann wird halt das Neue, so wie man es ausgewählt hat, hinzugefügt. Und ja. Voll schön, vielen Dank. Ihr habt euch ja vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen. Wir hatten schon ungefähr eine Woche vor dem Event, hatten wir so einen kleinen Vorkurs, damit die Teilnehmenden sich schon mal ein bisschen kennenlernen können. Und da war unser kleines Projekt Avatare zusammenbasteln. Das war einfach so, falls man noch nie irgendwas programmiert hat, dass man das mal machen kann. Ich habe so einen ganz, ganz simplen Avatar gebaut. Das hier ist dann natürlich die Profi-Stufe. Es freut mich total, dass ihr das mitnehmen konntet und so ein schönes Projekt gemacht habt. Vielen, vielen Dank. Genau, dann sind wir jetzt auch schon direkt beim nächsten Thema. Bei JugendHackt ist es total wichtig, dass ihr, die Teilnehmenden, ihr dürft gerne hier dran, ich kann auch so reden, dass die Teilnehmenden selber auf ihre Ideen kommen. Sagen wir mal, wir MentorInnen und wir Orga-Personen, wir wollen gar nicht so sehr, dass es unsere Ideen sind, die umgesetzt werden. Das ist blöd. Es sollen die Jugendliche sein. Es soll für die relevant sein. Es soll Sachen sein, die irgendwie aus deren Köpfen entspringen. Und deshalb haben wir es so organisiert, dass immer am Freitag das Ganze in so einem Brainstorming-Verfahren funktioniert. Genau, wir hatten diese sechs Themenräume. Wir hatten die Themenräume digitaler Aktivismus und Netzpolitik, virtuelle Kunst und Kultur. Jano, du stehst vom Bild. Kannst du lernen überall. Es gibt keinen Planeten B, Barrierefreiheit und Gesundheit und Social Media neue Welt. Und ihr werdet Projekte sehen, die wahrscheinlich aus verschiedenen. Von jedem ist ein bisschen was dabei. Genau, und wir freuen uns immer total. Unser großes Thema ist mit Code die Welt verbessern. Das ist der Claim von JugendHackt. Und wir finden, dass es überall so ein bisschen reingefallen irgendwie. Und genau, ich weiß nicht, ob das Team schon fertig ist. Aber sonst können wir einfach noch mal ein bisschen über die Themenräume rübergehen. Genau, wir hatten dieses Mal auch Funk dabei und Funk ist ja das Programm für die jüngeren Menschen von ARD und ZDF. Darf ich nicht noch weiterreden? Ach doch, okay, sorry. Und die haben einen total spannenden Datensatz mitgebracht, mit dem werden wir auch später nochmal was sehen. Und die hatten auch diesmal einen neuen Themenraum, das heißt, falls ihr schon öfter zugeguckt habt und so denkt so,
da ist ein neuer Themenraum dazu gekommen. Daran liegt's, aber da werden wir euch vorher vor dem Projekt, das wirklich mit den Daten geredet hat, noch ein bisschen mehr erzählen. Dieses Projekt hat sich mit dem Thema "Es gibt keinen Planeten B" auseinandergesetzt. Und jetzt, wir kennen es irgendwie alle, Strompreise sind teurer geworden, es ist einfach alles sehr teuer. Und dann möchte man versuchen, so viel wie möglich Strom zu sparen und irgendwie die Welt vielleicht noch ein bisschen besser machen. Genau, deshalb hat diese Gruppe, wenn sie jetzt bereit ist, genau, ihr könnt dann einmal, ach so, ihr könnt, dann ist es die Gruppe Smart Home Light von Josh, Jano, Nino und Amir. Bühne frei. Wir präsentieren unser Projekt Smart Home Light von Josh, Jano, Nino und Amir. Wir haben das gemacht, weil wir bemerkt haben, dass viele Menschen das Licht und andere Haushaltsgeräte vergessen auszumachen. Und deswegen haben wir ein Netzwerk aus Kabeln, Schaltern, einer ESP8266, gebaut, damit das Licht und andere Haushaltsgeräte auch automatisch reguliert werden. Also wir haben das mit einem ESP8266, einer WLAN-Steckdose und also Jumperkabel und zwei Schaltern gebaut. Und jetzt würden wir mal eine Live-Demo geben, wie das funktionieren würde. Die Lampe, also die Lampe hier ist sozusagen unsere Zimmerlampe. Ja. Wir haben, weil wir keine Lichtschranken haben, haben wir Schalter eingesetzt. Die müssen wir jetzt manuell drücken, aber wenn man das echt machen würde, würde das automatisch passieren. Oh, wow, was? Oh. So, als Beispiel, wir sind beide außerhalb des Raumes und das ist das Innere des Raumes. Ich gehe jetzt in den Raum rein. Und jetzt geht das Licht an, weil ich im Raum bin. Jetzt geht Josh auch noch rein. So, jetzt bleibt das Licht an, wenn ich jetzt auch rausgehe. Dann bleibt das Licht an, weil der immer weiß, wie viele Leute im Raum drin sind. Wenn jetzt Josh auch rausgeht, dann geht das Licht wieder aus, weil jetzt niemand mehr im Raum drin ist. Ja, also wie wir das gemacht haben, ist, wir haben ein ESP32 an zwei Schalter angeschlossen und diese Schalter, die natürlich eigentlich Lichtschranken wären, würden dann ausgelöst werden. Und in einer bestimmten Reihenfolge, je nachdem, ob man den Raum verlässt oder betritt. Und dadurch weiß der ESP32, ob die Personenzahl im Raum höher oder niedriger wird. Wenn dann mehr als 0 Personen im Raum drin sind, geht das Licht an. Und wenn 0 Personen im Raum drin sind, ist das Licht aus. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir haben das Projekt ist natürlich Open Source auf dem Jugendhack-DITLAB-Account. Ja. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Präsentieren. An euch habe ich auch noch eine Frage. Es war jetzt ja nur ein Tag und ein Tag ist ja wirklich, wirklich kurz. Also ich weiß nicht, die Eltern, wenn ihr arbeitet, so an einem Tag, wie viel kriegt man da schon hin? Die Kinder kriegen ganz schön und die Jugendlichen kriegen ganz schön viel hin. Könnt ihr noch einmal, sorry, es tut mir wirklich leid. Ja. Was würdet ihr denn machen, wenn ihr noch mehr Zeit hättet? Was wären noch neue Funktionalitäten, die ihr findet, die man noch dazu bauen könnte? Also natürlich würden wir erstmal die Buttons durch echte Schranken ersetzen. Außerdem würde man wahrscheinlich ein System hinzufügen, falls es mehrere Wege in einen Raum gibt, sodass es immer noch funktioniert. Und einen einfacheren Weg, wie man das mit anderen Geräten anschließen kann, zum Beispiel einen Ventilator oder ähnliche Sachen. Das klingt doch gut. Dann hoffe ich, könnt ihr vielleicht bei anderen Jugendhacks weitermachen. Oder ist euer Projekt auch auf GitHub oder GitLab?
Achso, sorry, dann habe ich nicht. Genau, dann kann man ja auch vielleicht andere Leute, die noch weitermachen möchten und das Projekt noch ein bisschen an ihr Haus anpassen wollen. Vielen Dank für eure Präsentation. Könnt ihr einmal bei mir einfach direkt weiterklicken rechts? Einfach, genau. Das seid ihr. Noch eine? Nee, eine nach rechts. Da. Genau. Und da reden wir jetzt ein bisschen über das Digitale Weltenfestival, wozu Ellie auf die Bühne kommt. Du brauchst ein Mikro. Das nicht an. Du kannst anmachen. Ja. Wenn es leuchtet, ist es aus. Hallo. Ha. Also, wenn ihr Teilnehmenden oder BesucherInnen noch nicht genug habt von Digitalem und viel Spaß und Spiel und Code und Kunst, wie wir bei der ersten Gruppe schon gesehen haben, dann lade ich euch ganz herzlich ein zum Digitale Welten Festival im Oktober, vom 23. bis zum 27. Oktober in Frankfurt. Die genaue Location steht noch nicht ganz fest, aber das findet ihr alles auf der Website digitale-welten.org. Und da kann man sich auch für unser Newsletter anmelden, wo man dann gar keine Infos mehr verpasst. Genauso auf Twitter, Instagram. Wir schicken immer alles raus, was wichtig ist, damit man überall teilnehmen kann. Genau. Außerdem und Mastodon. falls noch MentorInnen oder jetzt schon volljährige ZuschauerInnen hier sind und Lust haben, sich bei sowas zu beteiligen, suchen wir immer helfende Hände und Workshop-Begleitung. Dazu kann man sich auch bewerben auf der Homepage. Wir haben alle Infos drauf. Wir würden uns sehr freuen, euch wiederzusehen. Genau. Genau, und das, wir machen natürlich auch so Sachen mit Kultur und wir hoffen, wir sind nicht so ganz so underground und man sieht uns auch. Die nächste Gruppe hat sich aber genau auch mit solchen KünstlerInnen beschäftigt und das ist die Gruppe Undertune von Melly und Sophie, die sich mit Underground-Künstlern beschäftigt haben. Bühne frei, vielen Dank, dass ihr präsentiert. Hallo. Hallo, okay. Hallo, wir sind Sophie und Melly. Warte, das ist nicht an. Hallo, was ist passiert? Also wir sind Sophie und Melly und wir wollten euch die Website. Oh. Wir wollten euch unser Projekt Undertune vorstellen, an dem wir seit gestern gearbeitet haben. Ja, gleich sollte ein Inhaltsverzeichnis angezeigt werden, worüber wir gleich reden, aber irgendwie wird das noch nicht angezeigt. Also, was wird in unserer Präsentation vorgestellt? Erstmal wollten wir euch erklären, was Undertune eigentlich ist. Dann wollten wir euch erklären, wie wir darauf gekommen sind, warum Undertune, wieso braucht man das. Dann erklären wir euch, wie wir das verwirklicht haben, welche Technologien wir benutzt haben, welche Programmiersprachen wir benutzt haben und ja, dann gibt es eine Live-Demo, ihr könnt live gucken, was wir gemacht haben und dann kommt noch der GitHub-Link, ein Dankeschön und ein Tschüss von unsererseits. Ja, okay, was ist Undertune? Ich meine, ihr kennt es bestimmt, also ihr habt so eure Favorite-Künstler und so, die ihr alle super gerne hört. Aber ihr kennt nicht so, ihr habt nicht mehr Reich, also ihr habt nicht mehr so Künstler, die ihr kennt, die so mehr Underground sind. Wisst ihr, Underground halt, unbekannte Künstler. Also es ist schwer, an die zu kommen manchmal und ihr habt so, also ich weiß nicht, ob es bei euch so ist, aber bei mir so, ich habe so meine Favorite Artists und die sind halt, die meisten sind sehr bekannt, wisst ihr? Und Undertune ist dafür da, unbekannte Künstler zu finden. Also, warum Undertune? Also, viele Künstler haben es halt schwer, an Reichweite zu gewinnen. Und also wie Melly schon gesagt hat, so viel, es gibt viele Interessenten,
also wie uns beiden so, ne? Und halt, also, oh Gott. Mit Hilfe von Andertüren kann man so etwas unbekannteren Künstlern finden und sich für diese begeistern lassen. Genau, Leute. Womit haben wir Andertüren umgesetzt? Wir haben einmal HTML, JavaScript und CSS benutzt. Außerdem haben wir eine Spotify-API benutzt, welche die ganzen Daten, die ganzen Informationen zu Spotify hat, welche du dann mit dem Code verbinden kannst, wodurch du dann die ganzen Daten kriegst, die du brauchst. Ja, jetzt kommt die Live-Demo. Yippie. Okay, hier ist unsere schöne Website, Undertune. Sophie gibt jetzt einen Künstler ein, den sie gerne hört. Und wir gucken, was dabei rauskommt. Okay, Edwin Rosen. Kennt ihr? Kennt ihr nicht? Kennt ihr bestimmt. Ja, Edwin Rosen ist toll. Okay, hier haben wir dann Künstler, die ähnliche Musik machen. Die Genres werden meistens angezeigt. Manche Leute haben irgendwie kein Genre. Von oben nach unten ist es nach Popularität sortiert. Also ganz oben sind die unbekanntesten mit der Popularität 26. Und dann ganz unten, was haben wir ganz unten? Ganz unten haben wir Mako mit der Popularität von 67. Ja, ne? Okay. danke fürs Zuhören. Falls ihr euch den Code anschauen wollt, macht ein Bild davon, geht auf GitHub und guckt ihn euch an. Danke ans Jugendhackt-Orga-Team für das Event. Danke an Rebecca, unsere tolle Mentorin, die uns sehr viel geholfen hat. Und danke an Liv, die uns gezwungen hat, diese Präsentation zu halten. Vielen Dank. Noch nicht weg. Genau. Ja, ich muss die Gruppe ein bisschen zwingen, aber ich finde es sehr gut, dass ich es gemacht habe. Wie schön. Und ihr habt eure Präsentation gar nicht geübt und ich finde, ihr habt es genial vorgetragen. Genau, ich habe zwei Fragen für euch. Einmal, was sind eure Top 2 Spotify-Artists? Ihr habt ein bisschen mit der API rumgespielt. Könnt ihr uns zwei Sachen empfehlen? Also, auf was bezogen? Also allgemeine Spotify-Statistiken? Ja, nein, oder sag uns deine Lieblingskünstler, dann können Leute im Stream. Vielleicht, wenn ihr. habt ihr gute Empfehlungen? Also. Ich höre Deftones und halt Edwin Rosen sind bei mir, okay, also bei mir, bei den Tops. Melly? The Neighborhood und Lana Del Rey. Okay, gut. Und dann habe ich noch eine technische Frage. Man hört hier im Moment relativ viel von APIs. Man hat ja zum Beispiel gehört, dass Reddit die API so teuer wird und dass deshalb alles nicht mehr funktioniert. Bei Twitter hat man genau das Gleiche gehört. Was ist denn überhaupt so eine API? Wir haben heute das erste Mal mit APIs gearbeitet. Liv, bitte, diese Fragen, die werden mir zu schwer. Also. Möchtet ihr noch was über Spotify, also wie ihr an die Spotify-Daten gekommen seid, möchtet ihr darüber noch was erzählen, was man da für Daten überhaupt bekommen kann? Also, wir haben gegoogelt Spotify-API und da war eine Seite von Spotify für Developer geeignet und da steht halt der Code, den du schreiben musst, um an gewisse Daten zu kommen, wie zum Beispiel jetzt, wie wir hier haben, wenn du einen Künstler suchst, dass du ähnliche Künstler bekommst. Damit kannst du halt die Popularität von Künstlern, den Namen, die Genres, die haben. Du kannst auch das Bild von den Künstlern herholen, wenn du willst, also das Profilbild mäßig. Du kriegst da viel bei raus. Fandet ihr, dass das gut machbar war so? Ist das eine gute Empfehlung auch für andere vielleicht, weil mit Musik macht es immer direkt viel Spaß zu arbeiten? Ja, also falls ihr Bock habt, so ne, mehr über gewisse Künstler oder so herauszufinden, könnt ihr mal damit rumexperimentieren. Einfach Spotify API googeln und da findet ihr schon den Code, den ihr schreiben müsst, Leute. Genau, wenn Melly sagt, funktioniert es schon. Vielen Dank. Genau, und unsere nächste Sache kriegt noch einmal ein bisschen mehr Input sogar. Jugendhackt. Es sind ja mal ganz, ganz viele Erwachsene, die irgendwie alle mal im Hintergrund so viel machen und wir denken mal, oh, was könnten denn die ganzen Jugendlichen gut finden? Und so soll es ja eigentlich auch nicht sein. Deshalb hat Jugendhackt einen Jugendbeirat und ein Mitglied des Jugendbeirats, Felix, stellt jetzt einmal den Jugendbeirat vor und vielleicht habt ihr, liebe Teilnehmende, ja auch Lust, euch dort in Zukunft zu engagieren. Was genau das bedeutet, erzählt euch Felix.
Hallo. Ah, cool. Hi, ich bin Felix. Und ich bin Teil des Jugendbeirats. Mit mir zusammen sind dann noch Nick, Anastasius und Benedikt gerade drin. Wir versuchen das Ganze so alterstechnisch so ein bisschen zu mischen, aber ganz cool wäre halt auch, wenn wir möglichst viele junge Leute haben, die irgendwie jetzt das erste, zweite, dritte Mal bei Jugendtag dabei sind und einfach aus der Perspektive noch mehr mitnehmen. Wie man sieht, ich bin aktuell das älteste Mitglied im Jugendbeirat. Ja, was ist das denn überhaupt? Was ist der Jugendbeirat? Wir wollen im Endeffekt irgendwie die Zukunft von Jugendtag mitgestalten. Wir wollen gucken, dass da irgendwie möglichst viel von uns Teilnehmenden, von uns irgendwie jungen MentorInnen einfließt. Und genau, deswegen besteht der ganze Jugendbeirat aus irgendwie Teilnehmenden und jungen MentorInnen. Genau, was setzen wir uns als Ziel? Einmal irgendwie die Mitgestaltung von Programminhalten. Dafür haben wir irgendwie schon mal Arbeitsgruppen organisiert. Zum Beispiel gab es eine, die irgendwie sich ein bisschen mit den neuen Lab-Standorten letztes Jahr auseinandergesetzt hat und wo wir einfach mal geguckt haben, was sind denn unsere Meinungen dazu. Und dann wollen wir halt eben die Wünsche und Ideen von Teilnehmenden, also von euch, repräsentieren. Und im Endeffekt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, vielleicht mit der Orga oder so, wollen wir natürlich auch als Ansprechpersonen da sein. Was haben wir denn jetzt gemacht? Weil das ist ja alles schön und gut, was wir uns vornehmen. Genau, wie ich eben schon erwähnt, haben wir irgendwie bei der Auswahl der neuen Labs unterstützt. Wir haben irgendwie unsere Ideen eingebracht bei der Konferenz Beyond Code, die es letztes Jahr in Dresden gab. Wir haben dann irgendwie Ende letzten Jahres einen Arbeitskreis für Wünsche und Kritik gegründet und hatten da irgendwie mal ein Treffen und haben im Endeffekt so eine Umfrage gemacht, die ihr vielleicht mitbekommen habt im Zulip, und wenn nicht, könnt ihr die auch gerne immer noch ausfüllen. Und dann jetzt für das Camp dieses Jahres haben wir auch ein bisschen unsere Ideen eingebracht. Es gab Leute von uns, die irgendwie in den Org-Kurs waren und so. So, was ist denn jetzt unser Problem? Warum stehe ich hier? Wir haben zu wenig MitgliederInnen und deswegen seid ihr alle irgendwie gefordert. Wenn ihr darauf Lust habt, dann kommt doch gerne in den Jugendbeirat. Hier sind die Kontaktdaten, das heißt, ihr könnt uns irgendwie bei @jugendbeirat auf Zulip erreichen oder am besten einfach in den J-Jugendbeirat-Channel auf Zulip kommen und da mal reinschreiben. Da steht auch, wann das nächste Treffen ist. Das müsste übernächsten Mittwoch sein. Oder schreibt uns eine E-Mail und folgt uns auf Mastodon. Ja, vielen Dank. Also falls ihr inspiriert seid, ihr seid die neue Generation der Jugendhack-Teilnehmenden. Ganz viele, die am Anfang dabei waren, sind jetzt langsam rausgewachsen und wir freuen uns total über Nachwuchs und Leute, die Lust haben, Jugendhack mitzugestalten. Und das seid ihr. Deshalb, das ist eure Möglichkeit. Findet, wir haben am Wochenende irgendwas total blöd gemacht. Wir hatten nicht genug Snacks, wir hatten irgendwelche anderen Sachen. Das ist eine Gruppe, wo ihr sagen könnt, okay, wir schreiben mal Dokumente, die müssen alle Orgas sich vorher durchlesen oder sowas. Also falls ihr sowas machen wollt, ist das total gut. Die nächste Gruppe hat sich mit etwas beschäftigt, dass wir dieses Wochenende total viel am Anfang, auch Freitag, Input hatten, und das sind offene Daten. Und was genau das ist, glaube ich, erzählt ihr auch gleich nochmal. Bei der Gruppe ist es wichtig, dass es eine Person gibt, die nicht fotografiert werden möchte. Das heißt, die steht dann dort. Bitte achtet deshalb auch auf privaten Fotos darauf, dass die Person nicht fotografiert wird. Genau, es reden aber trotzdem alle und machen gut mit in der Präsentation. Und deshalb freue ich mich total auf die Gruppe Socialbox mit Henrik, Paul und Finn. Bühne frei! Hallo, wir haben Socialbox gemacht. Wir sind Henrik, Paul und Finn.
Ja, wir haben ein Programm geschrieben, das aus einer großen Tabelle von Funkkommentaren, die hat uns Funk zur Verfügung gestellt, haben wir ein Programm geschrieben, was von einer KI, also Funk hat eine KI, die bewertet, wie die Kommentare geschrieben sind, also positiv, negativ oder neutral. Und die haben wir dann ausgewertet und die verschiedenen Videos dann gefiltert und dann eine Prozentanzeige gemacht, wie viel vom Video die Kommentare gut oder schlecht bewertet wurden. Also für die Software haben wir Python benutzt und haben für den Arduino haben wir eine andere Software benutzt, die dann mit Python kompatibel war, wo wir dann die Anzeige steuern konnten. Ja genau, also wir haben halt hier den Arduino und einen OLED-Display, auf dem das dann angezeigt werden kann. Das kann ich mal zeigen. Ja, ist nicht scharf. Aber man kennt's. Ja gut, also da oben ist halt der Titel von dem Video und dann kann man an dem Balken, wenn jetzt eine bessere Kamera wäre, könnte man dann erkennen, wie viel von den Kommentaren jetzt positiv, negativ oder neutral gewesen wären. Und mit dem Joystick kann man dann auch durch die, die Videos wechseln. Danke fürs Zuhören und den Code findet ihr auf GitLab mit der Hardware. Entschuldigung, noch kleine Orga-Gespräche. Ja, vielen Dank. Woher habt ihr denn überhaupt diese Daten bekommen? Das sind nochmal Sachen, die mich vielleicht interessieren würden. Also die hat uns Funk gegeben. Ja. Also es war eine große Tabelle mit tausenden Kommentaren von den Videos von Funk. Und da war dann eine Spalte mit den Bewertungen von der KI drin. Und wie sahen so die Kommentare aus? Kann ich mir das so vorstellen? Stand er da so dran, so Liv hat geschrieben, bla bla bla, was für ein blödes Video. Könnt ihr damit, also ist das auch ein Problem? Musstet ihr euch damit auch auseinandersetzen? Also war jetzt alles anonym, also wir konnten nur den Text sehen, der geschrieben wurde. Und da war alles Mögliche dabei, also gute, schlechte oder alles Mögliche dann. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Genau, soweit ich weiß, kriegt ihr auch alle danach noch einmal einen Link zu dem Datensatz. Also falls die anderen Leute noch damit Lust haben, rumzuexperimentieren, was so für Daten unter YouTube-Kommentaren geschrieben werden, kann das auch noch für weitere Projekte total spannend sein. Genau, aber ihr habt damit schon ein super cooles Projekt an diesem Wochenende gebaut. Und mit so einem riesigen Datensatz zu arbeiten, ist ja auch nicht einfach. Das sind ja sehr viele Daten und man muss immer gucken, stimmen die? Ich glaube, jetzt hat Funk die sehr schön für euch aufbereitet. Aber sonst muss man ja auch immer gucken, sind das überhaupt nützliche Daten? Und das ist ja total viel Arbeit. Und ich finde, ihr habt das total schön visualisiert. Vielen, vielen Dank. Du kriegst dann ein Mikro. Ja, hallo. Ich stelle mich mal hier rüber. Mein Name ist Jeanne Vogt. Ich bin künstlerische Leiterin vom Node e.V., aber auch vor allem Geschäftsführerin. Das heißt, ich bin zuständig fürs Geld. Geld. Also jetzt ist meine Rolle, euch allen nochmal zu sagen, dass wir das hier alle natürlich zu sehr großen Teilen, muss man sagen, auch ehrenamtlich organisieren. Aber wir verpflegen zum Beispiel die Teilnehmenden, glaube ich, ziemlich gut. Oder wie war das Essen? War das okay? Okay. Es gibt gleich noch ein bisschen Eis übrigens. Also ich bin heute hier dafür da, erstmal unseren tollen FördererInnen nochmal zu danken. Die waren am Anfang schon mal eingeblendet. Seit Anbeginn von Jugendhakt Frankfurt am Main unterstützt uns zum Beispiel das Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt finanziell. Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung unterstützt uns finanziell, auch von Stunde 1 dabei, war mit einem tollen Sponsoring, nicht nur M&M-Automat, sondern auch einem finanziellen Sponsoring und ziemlich coolem Merch, die Denik EG. Also wir haben schon eine Reihe an super SupporterInnen für Jugendhakt FFM und für insgesamt unser Jugendprogramm in Frankfurt.
aber wir freuen uns, und das sage ich jetzt so ganz diskret und mit Augenzwinkern, auch immer über Spenden, sowohl für unsere KollegInnen in Berlin und ganz Deutschland. Also ihr könnt euch melden unter jugendhakt.org/spenden und für Jugendhakt in ganz Deutschland oder im deutschsprachigen Raum finanziell supporten, wenn ihr Lust habt. Oder, und ich bitte nochmal um eine Slide weiter, euch auch direkt hier anklinken und die Frankfurter Ausgabe noch supporten. Wir haben vorne auch eine Spendenbox, wo man Cash reinwerfen kann. Wir freuen uns, aber wie gesagt, das Angebot ist erstmal in erster Linie wirklich für alle frei, für also alle, die können und Lust haben, freuen wir uns nachhaltig über Support. Und was ich an dieser, mir wurde eben noch was zugeflüstert, apropos SupporterInnen, wie gesagt, von Anbeginn war das Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt mit dabei, bei der Realisierung von Jugendhakt, aber auch von Digitale Welten, unserem anderen Jugendprogramm. Und das Jugendamt macht zusammen mit einigen anderen Organisationen in Frankfurt, Medienzentrum und dem tollen medienpädagogischen Netzwerk in Frankfurt schon noch viel länger, als dass es Digitale Welten und Jugendhakt gibt, in Frankfurt ein Programm, das heißt Visionale. Das ist ein Jugendfilmfestival, das gibt es schon, glaube ich, seit über 30 Jahren oder so. Und die haben tatsächlich jetzt, es sind nicht mehr nur Filme, das heißt, ihr seid, das wurde mir eben zugeflüstert, ganz brandheiße Info, ihr könnt alle eure Projekte, liebe Teilnehmenden, die ihr die Tage hier gemacht habt, dort einreichen. Also da gibt es Preise, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau was, aber es ist wirklich ein ganz toller Medienfilm, Medienkunstwettbewerb. Also arbeitet doch zu Hause vielleicht oder beim nächsten Jugendhakt-Event oder in unseren Workshops weiter und reicht eure Projekte ein. Genau, und wenn ihr uns, wie gesagt, finanziell supportet, dann supportet ihr weitere Programme in Frankfurt. Wir wollen zum Beispiel bald ein Maker-in-Space, wir hoffen, ein Maker-in-Space perspektivisch für intergenerationelles Arbeiten in Frankfurt starten zu können. Das ist so ein Traumprojekt, an dem wir gerade arbeiten und versuchen dafür Fundraising zu betreiben. Wir versuchen regelmäßig Angebote zu machen. Also euer Kleingeld ist in guten Händen. Vielen Dank, ich habe sehr lang geredet, ne? Dankeschön. Damit der QR-Code auch wirklich abgescannt werden kann. Genau, und jetzt habe ich schon so viel über Geld geredet. In der nächsten Gruppe geht es ein kleines bisschen um Geld, vor allem aber um Alpakas. Alpakas sind diese Tiere, die hier immer alle denken, es wäre eine Katze. Ich glaube, so ist sogar das Logo auch entstanden. Aber Alpakas sind ein bisschen so das Wahrzeichen von Jugendhakt. Genau, und das hat die nächste Gruppe mit einem kleinen Spiel verbunden. Genau, Bühne frei für euch. Viel Spaß. Hallo. Unser Bildschirm teilt irgendwie nicht. Teilt der vielleicht nur PowerPoint? Oder? Wir haben kein PowerPoint. Ja, ich weiß, das ist ja. Nee, das bin ich. Was ist denn das Problem? Ich weiß nicht. Kannst du das teilt nicht. Was ist denn das für ein Betriebssystem? Windows. Sekunde. Oh Gott, ein neues Windows sogar. Wir wollen das hier. Genau, sonst mache ich nochmal ganz kurz Lückenfüller. Das ist nämlich bei Jugendhakt auch immer total auf. Es läuft nicht immer alles rund und technische Probleme hat man irgendwie immer. Und das ist ja auch irgendwie völlig okay. Es sind alles Kinder und Jugendliche. Aber damit wir das irgendwie mal fixen können, haben wir total viel Support. Wir bedanken uns auch noch später. Aber das ist total wichtig, warum wir auch die Mentoren brauchen. Die haben alle technische Skills, die haben alle pädagogische Skills und alle können irgendwie irgendwas mit reinbringen. Und das ist auch einfach das, was bei Jugendhakt irgendwie wichtig ist. Fehler passieren und alles können nicht immer alle alles. Und das ist ja auch ganz normal. Wäre ja dann auch irgendwie langweilig. Jetzt können sie es plötzlich doch. Wunderbar, dann dürft ihr jetzt doch einfach weitermachen. Hallo, wir sind Kasper und Finn und wir haben ein Alpaka-Casino gebaut und das ist theoretisch einfach ein Online-Casino, aber es geht um Alpakas. Genau, wir stellen euch jetzt mal den Code vor. Erst, wenn du sozusagen ankommst, kriegst du eine Willkommensnachricht
Und dann kannst du schreiben, wie viele Tickets du haben willst. Demonstrier mal. 5. Der Code hat kurz nicht funktioniert. Jetzt lädt es wieder. Eine Sekunde. Versuchen es einfach nochmal neu. So, jetzt. Genau, 5 Tickets wollten wir haben. 5. Dann muss man 10 Alpakas bezahlen, die hat man am Anfang geschenkt bekommen. Dann schreiben wir jetzt Yes, also wir wollen die Tickets haben. Und jetzt fangen wir an mit Raten. Eine Nummer von 1 bis 100. Können wir jetzt einfach mal durchklicken. Ja, okay. Also am Ende gibt es halt eine Gewinnzahl, die ist eine zufällig generierte Zahl von 1 bis 100. Und wenn du diese halt erraten hast, beziehungsweise du hattest Glück, dann kriegst du halt am Ende ganz viele Alpakas. Wir hatten jetzt keine Zeit mehr dazu, aber eigentlich wollten wir da hinten noch, es ist glaube ich, so ein Alpaka 3D drucken. Da hatten wir uns auch schon ein Modell rausgesucht. Da hatten wir jetzt leider keine Zeit mehr für, aber sonst wollten wir noch mit AI sozusagen Profilbilder für den Zulip generieren, die man dann benutzen könnte. Und das war es eigentlich schon. Vielen Dank. Könnt ihr noch einmal, ich glaube, ihr habt 5 Tickets, oder was passiert? Und wenn man jetzt noch einen angibt, hat man dann ein Final verloren? The winning number was 6. Also okay, ihr wart dann ja richtig nah dran. Oh, schade. Okay, habt ihr schon mal erraten? Ja, mehrmals. Okay, ich habe es, glaube ich, noch nie erraten. Ich saß auch ein bisschen mit denen. Wir können auch einmal demonstrieren. Wir haben für Tests halt so einen Account gemacht, damit können wir dann 9803, ne? Genau, da kriegt man dann also, ne? Da kann man dann auch über 20 Tickets gehen. Normalerweise ist die Grenze 20 Tickets. Ein Ticket kostet 2 Euro, ne? 2 Alpakas, sorry. dann können wir jetzt mal sagen, wir wollen 100 Tickets. Es gibt nur 100 Zahlen. Dann können wir jetzt auch noch sagen, was soll die Gewinnnummer sein? Was soll die Gewinnnummer sein? Irgendeine Nummer? Okay, 11. 1, 1, 11. So, dann kann man jetzt raten. 12, 13. Und dann aus Versehen 11. Richtig. Yay, und dann kriegt man hier Iwan Alpaka, bla. Und dann eigentlich öffnet sich noch YouTube, aber das funktioniert im Zulip nicht. Zulip ist eigentlich ein Rap-Lied. Das funktioniert nur, wenn man es als Python halt auf dem PC abspeichert. Ja, und das war es eigentlich schon. Ja, vielen Dank. Das ist gut, oder? Okay, dann könnt ihr schon immer wieder auf meinem schon mal einen weiterklicken, auf meinem Rechner. Also. Genau. Jugendhackt ist nämlich ja nicht nur hier in Frankfurt, sondern dieses Jahr gibt es auch ein ganz special kleine Jugendhackt-Edition, weil Jugendhackt wird, glaube ich, auch 10. Und da erzählt euch Lisa jetzt noch was drüber aus dem Berliner Team. Hallo? Genau. Du hast es gerade gesagt, für Jugendhackt ist dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr, denn vor genau 10 Jahren fand in Berlin das allererste Jugendhackt-Event statt. Und da haben wir gedacht, wir denken uns was Besonderes aus. Und zwar findet dieses Jahr auch das Chaos Communication Camp statt. Das ist eine Veranstaltung vom Chaos Computer Club. Genau, das ist ein Camp über 5 Tage im August, wo 5000 HackerInnen zusammenkommen. Es gibt verschiedene Workshops und Vorträge zu Datenschutz, Datensicherheit, Informationsfreiheit. Genau, und wir werden dort als Jugendhackt hinfahren und ein sogenanntes Village dort aufbauen. Das heißt, wir werden auch eine kleine Bühne haben. Wir werden dort auch zelten. Genau, Camp sagt es eigentlich schon. Alle zelten zusammen. Wir werden uns selbst versorgen mit Essen. Wir haben eine kleine Küche. Und genau, wenn ihr jetzt Lust habt, auch mal auf so ein Camp mit uns zu fahren und über 14 Jahre oder älter seid, dann könnt ihr euch jetzt noch anmelden und mit uns im August dorthin fahren. Und wir freuen uns, genau, euch dort wiederzusehen eventuell.
Und genau, ein paar von uns sind auch da, also ich habe es immer schon mal wieder gehört, so ja, bist du auch auf dem Camp, genau. Und wenn ihr die ganze Zeit jetzt im Sommer verreist, vielleicht verreist ihr ja auch ins Ausland, dann ist es ja total sinnvoll zu wissen, was denn da überhaupt so passiert. Wenn man jetzt in ein neues Land reist und gar nicht weiß, was da passiert, ist das irgendwie ein bisschen blöd. Und damit will euch die nächste Gruppe helfen, und das ist die Gruppe Culture Guide. Ich freue mich auf eure Präsentation. So, hallo. Hi, hallo und willkommen zu unserer Präsentation. Stellt euch vor, ihr reist in ein fremdes Land, wo ihr vielleicht nicht wisst, wie das mit der Kultur ist, wo ihr halt nicht wisst, was man tragen soll, was da angemessen ist und so weiter. Das haben wir ein Projekt entwickelt und wir haben es Culture Guide genannt. Culture Guide ist eine App, also um eine Webseite, um genau zu sein, die dir alle Must-Knows über das Land, zum Beispiel die Traditionen und Bräuche, mitteilt. Es könnte dir ja zum Beispiel zeigen, was du anziehen solltest. Oder, ja. Links sehen wir einmal, wie das Projekt ursprünglich beim Brainstorming geplant war. Oben steht auch noch der Name, der ursprünglich geplant war. Und dann links haben wir, rechts haben wir dann die Aufgabenverteilung nochmal fotografiert. Hier sehen wir die Gruppeneinteilung. Demi und David haben das Frontend gemacht, Felix das Backend, Finn die Datenbank und Remy und ich die Wikidata-Anbindung. Als Technologie haben wir HTML benutzt, Python, CSS und JavaScript. Auf der Website sieht man rechts eine Karte und auf dieser Karte kann man auch auf ein Land drücken und dann, wenn man auf ein Land drückt, kommen mehr Details. Diese holen wir zum einen vom Backend, und von Wikidata holen wir auch die Details. Links sieht man dann eine Liste mit Ländern, das sind jetzt nur ein paar Beispielländer, aber da werden dann später noch mehr dazukommen und die kann man auch anklicken und da wird dann auch diese detailreiche Ansicht gezeigt und diese ganzen Daten bekommen wir vom Backend, darüber erzählt euch jetzt Felix etwas. Ja, das Backend. Das Backend ist ein Server, der zur Verarbeitung von Daten aus der Datenbank, die hier Finn gemacht hat, abzurufen. Also sie ruft die Daten aus der Datenbank ab und kommuniziert sie dann zu dem Frontend, der sie dann darstellt. Die Datenbank ist im JSON-Format und sie sie speichert halt die Daten über zum Beispiel, was du anziehst oder so in diesem Land. Ja, in der Datenbank sind die ganzen Länderinformationen vorhanden, also zum Beispiel, welche Kleidung getragen wird, was typische Gerichte sind und so weiter. Die mussten wir aus dem Internet recherchieren und dann in die Liste eintragen. Die Wikidata-Anbindung. Gemacht haben das ich und Alexis, also ich, Remy. Zuerst haben wir die Länderinfos recherchiert. Anschließend haben wir mit HTML programmiert. Wir haben erst die Wikidata-Daten abgefragt, dann haben wir sie gefiltert und zum Schluss haben wir es dem Frontend bereitgestellt. Was ist Wikidata? Wikidata ist eine freie, bearbeitbare Wissensdatenbank. Die unterstützt Wikipedia. Wir haben sie mit Hilfe von Datenanfragen genutzt. Um sie als Anzeige im Frontend zu benutzen. Ja,
Wir haben noch vor, dass man die Daten selbst eintragen kann, also dass die Datenquelle Crowdsourcing sein wird. Das Backend unterstützt es bereits und beim Frontend ist es bereits angefangen, aber es geht noch nicht ganz. Also das sollte aber wahrscheinlich bald gehen. Rechts seht ihr jetzt nochmal die zwei QR-Codes für den Frontend und für den Backend, die GitLab-Links. Und ich hoffe, euch hat die Präsentation gefallen. Wir wollen uns nochmal herzlich bedanken bei den Mentees, die Emma, Mo, Yannick und Max, die uns unterstützt haben. Und wir danken euch fürs Zuhören. Achso, jetzt darf ich sprechen. Vielen Dank. Total cool, dass ihr so viel auch mit offenen Daten gearbeitet habt. Und das ist ja auch das, was uns bei Jugendhack total wichtig ist und ist Open Source wichtig, damit danach immer noch weitergearbeitet werden kann und alle sehen, was wir für tolle Projekte machen. Und es ist aber für uns auch total wichtig, was offene Daten sind. Ich glaube, ich sehe in den Gesichtern der ganzen Erwachsenen so ein kleines Fragezeichen. Wollt ihr noch mal einmal erklären, was überhaupt ein Frontend und ein Backend ist? Ja, also das Frontend ist in unserem Fall die Website. Das ist das, womit der User direkt interagiert. Das kann auch eine App sein oder so, aber bei uns war es halt eine Website. Und das Backend ist das, was auf dem Server läuft, das mit der Datenbank kommuniziert und die Sachen ans Frontend sendet. Vielen Dank. Und wie macht man so ein Frontend? Also ihr habt jetzt gesagt, ihr habt mit HTML programmiert. Was habt ihr dann noch benutzt? Für das Frontend haben wir halt HTML und CSS genutzt. Und JavaScript auch noch beim Frontend für beispielsweise, damit das mit dem Backend kommunizieren kann, muss das JavaScript nutzen. Ja. Voll gut, vielen Dank. Ich glaube, jetzt sehen alle ein bisschen weniger verwirrt aus. Jetzt können sie es auch besser verstehen. Vielen Dank für euer cooles Projekt. Genau, vielleicht könnt ihr einfach einmal auf meinem Laptop wieder weiterklicken. Pfeiltaste, zweimal. Genau. Und ich glaube, wir haben schon 10.000 Mal Danke gesagt, aber das ist eine Gruppe, der wir auf jeden Fall noch 10.000 Mal Danke sagen könnten. Und das wäre, glaube ich, immer noch nicht genug. Und das sind unsere lieben MentorInnen und dem ganzen HelferInnen-Team. Genau, ich lese einmal eure Namen vor und vielleicht können wir danach einfach, könnt ihr alle einmal aufstehen und nach vorne kommen, wie ihr euch wohlfühlt. Und dann kriegt ihr einmal großen Applaus, wie ihr macht das alle ehrenamtlich. Ihr habt alle euer Wochenende dafür geopfert, das ist auch nicht leicht. Besonders bei den Stunden Schlaf, ich glaube, so was ich mitbekommen habe, war es irgendwie sowas so zwischen 1,5 und 6,5 vielleicht bei den meisten. Also wirklich relativ wenig Schlaf und morgen geht es dann direkt weiter. Genau. Also ihr seid die Besten, ohne euch könnte es nicht funktionieren. Das sind Jaden, Mira, Nico, Margot, Malik, Emma, Rebecca, Regina, Noah, Mo, Felix, Sven, Break, Sue, Felix, Christian, noch, ihr seht, wie viele Felixe wir haben, Pavel, Sophie, Kunzi und auch noch der CCC FFM und dann im Team und HelferInnen noch Toni, Rainer, Aline, Pia, Jan, Anna, Elli, Yannick, Liv, Sophie, Felix, noch ein Felix, Basti, Max, Lisa und Sascha. Vielen, vielen Dank euch. Alle steht gerne einmal auf. Ihr könnt auch gerne nach vorne kommen. Ich habe gesagt, ihr könnt, das steht ihr einfach alle einmal vorne. Vielleicht können wir doch einmal ein Mentorenfoto machen. Vielleicht passt es dafür ganz gut. Es steht auf oder geht nach vorne. Genau, vielleicht können wir einmal, machen wir einmal kurz ein kleines Menti-Foto. Passt es? Können wir noch eine zweite Reihe machen? Ja, das passt, oder? Okay, super. Wunderbar. Wir wollen nämlich die letzte Gruppe auch nicht zu lange warten lassen. Die haben jetzt schon dann doch sehr lange gewartet. Und ihr könnt einmal weiterklicken auf meinem Shop. Einfach rechts, einfach weiter. Genau. Und das ist die Gruppe Gesundheitstimer. Wir werden gleich mal gucken, ob sie schaffen, sich alle hinzu platzieren. Sind nämlich 7 Leute. Das heißt, wir müssen sie auch irgendwie alle in diesen kleinen Bereich kriegen. Was die Mentoren immer machen, ist natürlich technisches Anleiten und pädagogisches Anleiten. Eine super wichtige Rolle der Mentoren ist aber auch immer so Sachen zu sagen wie, steht doch bitte mal auf.
geht doch mal raus. Habt ihr heute schon genug getrunken? Habt ihr heute schon mit anderen Leuten geredet? Vielleicht Mentoren brauchen ja auch manchmal Pause und dann hat man ein bisschen Angst, dass dann die ganzen Teilnehmenden einfach 3 Stunden lang nichts mehr trinken. Und da hat sich die Gruppe Gesundheitstimer mit beschäftigt und wie wir uns mit Code die Welt verbessern, was vielleicht auch mit Code die Gesundheit verbessern können. Und ich bin total gespannt und ich sehe, ihr habt schon eine Mate auf dem Tisch stehen. Das kann ja nur gut werden. Viel Spaß euch! Hi, wir sind das Team Gesundheitstimer, bestehend aus Lia, Finn, Konrad, Mattia, noch ein Finn und Jona, genau, und mir, Luca. Genau, und wir präsentieren euch jetzt unser Ergebnis, was wir dieses Wochenende erarbeitet haben. Genau. Als erstes wird Lia euch unsere Motivation erklären. Dann werden Konrad und Mattia euch die Umsetzung erläutern, mit Finn gemeinsam denn dann das Ergebnis vorstellen und auch eine Live-Demo geben. Dann wird der andere Finn noch kurz über die Pläne für die Zukunft reden und zum Schluss gibt es noch von Jona ein kurzes Fazit. Genau, als erstes kommen wir dann zur Motivation. Und zwar ist uns aufgefallen, dass vor allem Informatiker, die viel am Schreibtisch sitzen, auch zu wenig trinken oder auch zu wenig aufstehen. Dafür haben wir dann überlegt, dass wir ein Alarmsystem quasi bauen wollen, welches die User dann sagt, dass sie aufstehen sollen oder dass sie was trinken sollen. Und dafür haben wir diese Waage gebaut, welche dann anzeigt, so wie viel Wasser man trinken soll oder was auch immer man trinken möchte. Ja, also wir haben eine Waage benutzt, um den Füllstand der Wasserflasche zu identifizieren. Und die sendet die Daten an einen Arduino. Da kann man dann auch einstellen, wie viel man trinken will pro Stunde. Der Arduino sendet alles direkt an den Server und an die Datenbank und die Datenbank speichert es dann. Also kommen wir nun zur Live-Demo. Genau, wir haben euch ein bisschen was vorbereitet. Hier haben wir eine kleine Webseite und hier unten in der Kamera kann man unsere Waage sehen. Genau. Auf der Webseite kann man erstmal sehen, der Füllstand ist im Moment nicht da, weil wir haben ja noch keine Flasche. Dafür haben wir diese schöne Mate-Flasche. Die würden wir jetzt hier einmal draufstellen. Und dies erkennt dann der Arduino halt und sendet das dann an den Server, der da vorne auf dem Hof steht. Und der speichert das dann in einer Datenbank ab, um das dann halt, sobald die Webseite, die man hier sieht, geöffnet wird, dem Benutzer anzuzeigen. Dabei sieht man hier halt eine Tabelle mit den Füllständen und zu welcher Zeit die Flasche halt wie gefüllt ist. Und unten da das Kreisdiagramm halt, ob man das Tagesziel, was man sich festgelegt hat, erreicht hat. Also das ist jetzt 1 Liter, haben wir standardmäßig jetzt erstmal eingestellt. Und da sieht man halt, wie viel man davon schon erreicht hat. Genau, als nächstes würden wir jetzt mal ein bisschen was trinken, damit wir zeigen können, dass es funktioniert. Man nimmt einfach die Flasche vom Sockel runter und ihr seht da schon, dass die Tabelle schon mehrere Änderungen registriert hat, weil sich natürlich das Gewicht verändert hat. Das stellt man dann einfach wieder auf die Waage drauf und wartet dann eine Weile, bis die Daten ankommen. Und dann aktualisiert sich natürlich das Tagesziel. Also ist schon 12,6% vom Ziel erreicht. Dann kommen wir jetzt zu Plänen für die Zukunft, also was man in der Zukunft verbessern könnte oder ergänzen könnte. Und wir haben jetzt natürlich über das Trinken geredet, aber wir hatten noch eine Grundidee,
die man in Zukunft verbessern könnte oder ergänzen könnte. Und zwar wäre das ein Wecker zum Aufstehen. Der würde dann, wenn man am PC sitzt, erstmal irgendwie den Bildschirm blockieren und einen Alarmton ausschlagen. Und dann müsste man aufstehen und über Text-to-Speech, das heißt eine Computerstimme redet über Lautsprecher, da könnte man sich dann, die sagt dann zum Beispiel dehnen und dann dehnt man sich, das hat dann auch den positiven Effekt für den Rücken, den kann man einfach dann entlasten und das wirkt Rückenschmerzen entgegen und wenn man das dann gemacht hat, irgendwann geht dann die Blockade vom Bildschirm wieder weg und dann kann man weiter ans Arbeiten gehen und dann der nächste Timer ist dann auch schon vielleicht der Trinktimer, der ausschlägt. Dann kommen wir jetzt einmal zum Fazit und zwar unser Fazit ist, dass wir glauben, dass unser Projekt gerade Leuten helfen kann, die zu viel am Computer machen, weil man da ja oft in so einer Art Tunnelblick fällt und einfach vergisst zum Beispiel aufzustehen oder etwas zu trinken und dass ja gerade man auch wenn man wenig trinkt sich nicht gut konzentrieren kann oder Kopfschmerzen kriegt und dass es halt auch beim besseren und konzentrierteren Arbeiten hilft. Ja, am Ende würden wir uns noch bedanken bei dem Organisationsteam, dass das Projekt hier alles organisiert hat, weil ohne das Projekt hätten wir auch nicht sowas auf die Beine stellen können, ne? Ist ja ganz klar, muss ich wohl nicht erwähnen. Und dann auf jeden Fall geht ein Danke noch an die MentorInnen raus, die uns geholfen haben. Darunter waren auf jeden Fall sehr stark beteiligt Malik, Pavel und Noah. Und ja, Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Präsentieren. Mich würde noch einmal interessieren, was ist denn euer Trinkziel? Was soll man da denn trinken? Der Plan ist, dass es dynamisch einstellbar ist. Also man kann irgendwie die Flasche dann hinstellen, kann sagen, man möchte das zum Beispiel in 2 Stunden austrinken und kriegt dann je nachdem die Erinnerung, wann man trinken muss, damit man dieses Ziel erreichen kann. Cool. Ich glaube, wir haben viel von unserem Wasserkonsum, weil dieses Wochenende auf Wassermelone, wir hatten die ganze Zeit Wassermelone stehen. Ich glaube, das zählt ja auch zumindest ein kleines bisschen dazu. Und mich würde noch interessieren, ich bin, glaube ich, auch so eine Person, die das immer vergisst. Und dann müssen mir immer alle Leute so meine Wasserflasche hinterher tragen und sagen, oh, du siehst aus, als hättest du ganz lange nichts mehr getrunken. Wenn ich mir sowas selber bauen möchte, ist das möglich? Ist das super kompliziert? Kann man die Teile auch einfach so kaufen? Ja, also erstmal das ganze Projekt ist Open Source auf GitHub verfügbar, also der ganze Code ist, kann dort heruntergeladen werden und die Teile sind relativ günstig zu bekommen, also wenn man das jetzt irgendwie hier in Deutschland bestellen will, ist man da wahrscheinlich mit so knapp 30 Euro unterwegs, wenn man es in China bestellt, vielleicht ein bisschen günstiger und da muss man eigentlich nur noch anfangen, das zu basteln. Vielen Dank, super cool. Mache ich vielleicht mit dir zusammen. Kannst du die Hardware auch erstmal da lassen. Genau, das war jetzt auch schon unsere, natürlich die Marte muss mit, das war jetzt natürlich auch schon unsere letzte Riesengruppe, das heißt, ihr habt jetzt schon alle Projekte gesehen, aber es ist noch nicht ganz fertig. Genau, wir wollen euch einfach noch ein paar letzte Infos geben, aber ich finde es total schön, was für verschiedene Projekte einfach auch rausgekommen sind. Man hat gesehen, dass alle Jugendlichen irgendwie einen Teil von sich selber in die Projekte reingebracht haben, dass sie Projekte umsetzen konnten, auf die sie wirklich Spaß hatten. Und ich glaube, das ist, was das Jugendhackt auch von vielen anderen Sachen auszeichnet, dass wir nicht irgendwie sagen, ihr müsst jetzt alle das machen und ihr müsst alle das lernen. Im Vorhinein habe ich ganz viele E-Mails bekommen, darf ich auch das machen und darf ich es in der Programmiersprache machen? Und das ist uns total wichtig, dass einfach jeder Person unter unserem Motto mit Code die Welt verbessern, sich irgendwelche eigenen Projekte ausdenken können. Und ich finde, das haben die alle super geschafft. Der Jugendhackt-Spirit ist aber noch gar nicht vorbei. Und da wird euch Lisa jetzt noch ein bisschen was drüber erzählen. So ein Wochenende geht ja immer ganz schnell vorbei und bevor wir uns alle verabschieden, wollte ich euch nochmal erzählen, wie es weitergehen könnte. Und zwar ist das Jugendhackt-Event hier in Frankfurt ja nicht alleine, sondern Liv hat das schon gesagt. Wir haben ganz viele Events und das nächste Event findet schon nächsten Monat im Juli statt in München. Ihr könnt euch auch noch anmelden
Genau, im September wird es ein Jugendhack-Event in Köln geben. Und hier ganz um die Ecke, nämlich in Weinheim, findet das Jugendhack-Event Rhein-Neckar statt. Das ist aber erst im November, aber ihr könnt euch auch jetzt schon dafür anmelden. Genau, und falls ihr ein bisschen weiterfahren wollt, gibt es auch das Jugendhack-Event in Linz in Österreich. Auch dafür ist die Anmeldung auf unserer Website jetzt schon offen. Genau, und ich lade euch auch jetzt nochmal herzlich ein, euch für das Camp anzumelden, das im August für 5 Tage stattfindet. Genau, und es gibt ja noch eine Möglichkeit, und das ist das Lab in Offenbach. Offenbach, ich glaube, man kann mit der S-Bahn hinkommen. Und die haben in der Stadtbibliothek, gibt es dort immer mal wieder Angebote. Und da könnt ihr einfach auch auf jugendhack.org/labs, glaube ich, ist es. Da könnt ihr einfach mal gucken, was es für Sachen gibt. Die haben immer coole Workshops. Und das ist nicht so, das ist nicht mal ein ganzes Wochenende, wo man danach völlig fertig ist. Das sind dann immer nur so kleine, mehrstündige Angebote. Und vielleicht ist das ja was für jemanden von euch, sagt, ich wohne im Großraum Frankfurt und ich brauche viel mehr Jugendhackt in meinem Leben. Oder vielleicht nur ein kleines bisschen mehr Jugendhackt. Aber da müsst ihr kein ganzes Jahr warten, sondern habt hier auch noch ein bisschen Jugendhackt mehr vor Ort. Genau. Vielleicht sieht man ja mal die eine oder andere Person. Genau. Alle Projekte, die wir heute hier gesehen haben, finden wir auch ganz bald auf jugendhackt.org/projekte. Und ihr seht auch die Aufzeichnung, kann man auch sich danach noch angucken, falls ihr nochmal sehen wollt, wie toll ihr alle präsentiert habt. Ich finde, ihr habt es wirklich sehr gut gemacht. Genau, ihr dürft natürlich immer noch weiter darüber twittern oder instagrammen oder was ihr machen wollt. Genau, dem offiziellen Jugendhackt könnt ihr unter @jugendhackt, das ist das Berliner Team, oder uns findet ihr viel unter @digitalewelten. Wir freuen uns auch immer über DMs auf Instagram oder über E-Mails oder Feedback. Und genau. Und damit wäre es das auch, liebe Mentis. Wir machen gleich noch einmal draußen, wo wir Menti-Treff nochmal gemacht haben, nochmal ein richtiges Foto. Und sonst habt ihr noch von die Möglichkeit, euch T-Shirts zu kaufen. Dafür würden wir uns über eine Spende von 10 Euro freuen. Und sonst haben wir noch ganz viele Sticker. Wir haben vor allem noch diese Jugendhack-Sticker, die ihr nur hier kriegen könnt, weil Frankfurt draufsteht. Genau, also falls ihr die noch ergattern wollt, genau, ihr könnt auch gerne noch ein bisschen hierbleiben. Wir freuen uns noch, euch einfach noch ein bisschen zu sehen, noch ein bisschen mit euch zu quatschen. Wenn ihr los müsst, verpasst ihr aber auch gar nichts mehr. War total schön mit euch dieses Jahr und ich freue mich total, dass wir es zusammen erleben konnten. Und ich glaube, im Namen des ganzen Teams will ich mich einmal bei euch bedanken, lieben Teilnehmenden. Ihr habt es uns super leicht gemacht und es hat total viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, euch nächstes Jahr hier wieder in Frankfurt zu sehen. Bis dann! Und natürlich auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Liv, die so toll heute moderiert hat und auch so viel in der Orga und alles vorbereitet hat. Immer ein offenes Ohr für alle hat. Super, vielen, vielen, vielen Dank, Liv.